wie der Islam Europa erobert hat in der Darstellung Rudolf Steiners. Hier haben wir die im Laufe der Jahrhunderte vom Islam eroberten Gebiete in Europa in Grün dargestellt. Dazu kann man sagen, hier waren ja die Araber in Spanien, die Mauren, die wurden aber 732 in der Schlacht bei Poitiers zurückgeschlagen. Und das hier, nun, Russland war von den Mongolen, der sogenannten Goldenen Horde, besetzt und die waren zwischen 313 und 1400 zum Islam übergetreten. Und schließlich hier unten, das ist das Reich der Ottomanen, 1683 zur Zeit seiner größten Ausdehnung. Nun kann man sagen, na ja, das ist ja lange vorbei und Mitteleuropa, eigentlich war das ja nie betroffen, höchstens im Südosten und Südwesten so ein bisschen. Das sieht Rudolf Steiner völlig anders. Er sagt, sie haben alles erobert. Sogar deinen Kopf. Und wenn du das nicht glauben willst, dann machen wir jetzt einen kleinen Selbsttest. Den kannst du selber machen. Bist du eher subtil oder bist du eher dumpf? Bist du eher der Scholle verhaftet oder gehst du lieber auf die großen Ideen dahinter? Bist du eher emotional oder bist du eher nüchtern? Bist du eher einfach, bodenständig oder doch eher sentimental? Bist du eher realistisch oder eigentlich mehr innerlich? Kreuz die entsprechenden Worte an oder schreib sie dir auf. Die Auflösung kommt im Laufe des Videos. Nun, eine Sache ist wichtig. Steiner benutzt das Wort Islam fast nie. Er spricht vom Mohammedanismus oder vom Arabismus. Und zwar sagt er, der Mohammedanismus, das ist eigentlich nur eine Unterströmung in der Strömung des Arabismus. Hier haben wir eine Karte Europas und Nordafrikas mit den vielen verschiedenen Reichen. Und was jetzt wichtig ist, sind zwei Dinge. Das hier in Blau, das ist das Reich, in dem Karl der Große 768 bis 814 von Aachen aus regierte. Und das hier, das ist das Reich der Araber, in dem von 786 bis 809, also fast zur gleichen Zeit, Harun al-Rashid von Bagdad aus regierte. Und wenn wir die beiden nun vergleichen, dann sehen wir, Karl der Große, der lernte dazu mal gerade mit Mühe lesen und schreiben. Und Harun al-Rashid, der lebte und stand vor einem Hof, der in Tausend und einer Nacht beschrieben ist. An diesem Hof lebten Dichter, Musiker, Maler, Gelehrte. Und diese Gelehrten, die beschäftigten sich mit Mathematik, mit Chemie und mit Medizin. Das war das Reich des Harun al-Rashid. Und einer, der sicherlich kompetent ist, das zu beurteilen, der hat gesagt, diese Weite, diese Intensität, diese Schärfe des Wissens ist ohne Beispiel in der Kulturgeschichte. Und wer hat das gesagt? Nun, dieser Herr, Alexander von Humboldt, der große Forschungsreisende, der lebte von 1769 bis 1859. Einige haben vielleicht an einem Humboldt-Gymnasium, sind sie vielleicht zur Schule gegangen. Jetzt ist die große Frage, da kann man sich fragen, ja, was hat das mit mir zu tun? Nun, hier haben wir ein Bild, ein Umriss des Menschen. Das ist weiß, so wie er auch das weiße Licht, das Sonnenlicht, im Grunde weiß ist. Und trotzdem kann man das Sonnenlicht darstellen, wenn man es aufspaltet, im Prisma, in Gelb, in Rot und in Blau. Und aus Gelb und Rot und Blau kann man wieder die weiße Farbe zusammensetzen. Und so ist das auch mit dem Menschen. Der Mensch ist natürlich eins und einheitlich. Man kann aber an ihm betrachten den Körper, die Seele und den Geist. Nun, der Geist,
der äußert sich im Denken. Die Seele, die äußert sich im Fühlen. Und der Körper, der äußert sich im, normalerweise sagt man ja, Denken, Fühlen, Wollen. Aber Wollen, das nicht zur Tat wird, ist einfach nur ein träumerisches Wünschen. Und deswegen sagen wir, der Körper, der äußert sich im Handeln. Mit Schopenhauer gesprochen, Wollen ist nur da Wollen, wenn es zum Handeln wird. Und wenn wir jetzt den Arabismus anschauen, dann sehen wir den Arabismus im Denken, im Fühlen und im Handeln ebenso. Im Fühlen, da muss man genauer sagen, da sagt Rudolf Steiner, im religiösen Fühlen, da äußert er sich im Islam. Und dieser religiöse Islam hat Europa nie erreicht, also außer in Minderheiten. Im Handeln, da haben wir die Araberzüge, diese kriegerischen Eroberungszüge, aber die wurden ja alle zurückgeschlagen schlussendlich. Und im Denken, das hingegen hat mit dir zu tun und das schauen wir jetzt an. Wir müssen weit, weit zurückgehen, um das Ganze genau zu verstehen, und zwar zurück bis zur Atlantis. Nach dem Untergang der Atlantis entwickelte sich die Welt in der Darstellung Rudolf Steiners in großen Kulturepochen. Die erste Kulturepoche, das war die der Ur-Inder. Die lebten noch in Sehnsucht nach der geistigen Welt und die physische Welt war für die Ur-Inder einfach nur Maya. Sie fühlten sich verbunden mit allen geistigen Wesen und sie glaubten an Brahman, den großen Urbeginn von allem. Die Zeit, das war von 7227 bis 5067 vor Christus, das kann man deswegen so genau angeben, weil sich das nach dem sogenannten Frühlingspunkt der Sonne rechnet, den man genau ausrechnen kann, aufs Jahr genau. Die zweite Kulturepoche, das war die der Ur-Perser, die beachteten nun bereits die physische Welt. Für die war die physische Welt nicht Maya, sie war aber feindlich. Und der Perser, der arbeitet in das Physische hinein, um die Materie zu erlösen. Bei den Ur-Persern gab es diese Zweiheit, Ahura Mazda und sein Gegenspieler Ahriman. Die Periode war von 5067 bis 2107 vor Christus. Und schließlich die dritte Kulturepoche, die ist etwas komplexer, da betrachten wir nur die Chaldäer in diesem Video. Der Chaldäer, der beachtet nicht nur die physische Welt, der bearbeitet die physische Welt. Diese Periode war von 2107 bis 747 vor Christus. Die Chaldäer, die sind von Osten her eingewandert in ihr Siedlungsgebiet. Und was war das? Sie sind eingewandert nach den Worten Rudolf Steiners, Vorderasien und Nordafrika. Heute sind das die politischen Gebiete von Irak und Syrien. Und genauer gesagt das Gebiet, das fruchtbare Gebiet entlang von Euphrat und Tigris. Und da sagt Rudolf Steiner, sie sind durch Wanderzüge zusammengeströmt von Indien her. Das kann man auf der Karte dann sehen, woher sie dann ursprünglich gekommen sind. Hier habe ich die Karte genauer aufgeführt, eine Karte, die das die historischen Völker dazu mal zeigt. Und jetzt sagt Rudolf Steiner, dieser Zug von Asien, von Indien her, das war ein zweigeteilter Zug. Da gab es eine südliche Strömung, die wollen wir hier nicht genau beachten, die zieht nach Ägypten hin. Und es gab eine nördliche Strömung, die interessiert uns hier, das war die chaldäische Strömung. Und die strömten in dieses Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Und nur um zu verdeutlichen, wo Bagdad lag, da zeigt genau dieser Pfeil hin, da liegt heute Bagdad. Steiner sagt nichts über die detaillierte Entwicklung vom Chaldäer zum Araber. Aber er sagt einige so Eckpunkte. Natürlich die Al-Chaldäer, die lebten in der dritten Kulturepoche, wie gesagt 2907, und die Araber, nun, daran anschließend und bis heute, also habe ich geschrieben, vierte bis fünfte Kulturepoche, über das zieht sich ja das Leben der Araber hin. Also bis heute sozusagen. Und was sehen wir da? Beide bearbeiten die physische Welt. Die Chaldäer und die Araber immer noch. Und die Chaldäer, die sahen ja die physische Welt als Ausdruck des Göttlichen. Und die Araber, die sehen sie mit den Augen des Naturwissenschaftlers.
Der Chaldäer, der will den Geist in die Materie einprägen. Und wenn man an Geist denkt, Geist, Jenseits, jenseitige Welt, da ist bei den Arabern im Islam das Paradies, das, an was man zuerst denkt. Und in Worten Rudolf Steiners, die erwarteten die Befriedigung aller Lüste im Paradies nach dem Tod. Dazu habe ich mehr im letzten Video über den Islam dargestellt. Und dann sagt Rudolf Steiner, die Begriffe, die ändern sich auch von den Chaldäern zu den Arabern hin. Und zwar werden die Begriffe abstrakter. Sie werden intellektualisierter, sie werden individualisierter und er sagt, sie werden auf eine Art wie durchgesiebt. Das will ich am Beispiel des Hundes erläutern. Man kann sozusagen auf der einen Seite, der Hund ist Gefährte des Menschen. Und abstrakt kann man sagen, der Hund ist ein Säugetier. Man kann sagen, der Hund stammt vom Wolf ab. Und intellektuell kann man sagen, eine Familie innerhalb der Überfamilie der Hundeartigen. Man kann von einem Rudeltier reden und individualisierter von einem familienfreundlichen Labrador. Und was meint Rudolf Steiner mit durchgesiebt? Da sagt er, sie haben das durchgesiebt und die Begriffe haben alles Hellseherische in diesem Sieb liegen lassen. All das Hellseherische ist aus den Begriffen verschwunden. Also nichts mehr, was auf das Geistige hinweist. Und das führt uns nun zur arabischen Denkungsweise. Und da sagt Rudolf Steiner, also dies sind alles jetzt exakte Worte von Rudolf Steiner, die ist spitzfindig. Sie hat das Konkrete nicht gern, sie ist also abstrakt. Sie ist nüchtern, sie ist trocken, sie ist materialistisch, sie kann nur das Äußere erfassen und kann sich nicht zum Lebendigen erheben. Als Beispiel bringt er die Arabeske. Hier ist so ein Mosaik, eine Arabeske, wunderschön. Aber Steiner sagt zu Recht, ja, aber es bleibt bei der Form stehen. Nun gehen wir zu seinem Selbsttest. Ich nehme an, Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Muster deiner Ankreuzungen so aussieht. Also, du bist spitzfindig, abstrakt, nüchtern, materialistisch und erfasst nur das Äußere. Nun höre ich schon den Aufschrei, nein, spitzfindig, kam gar nicht vor. Das stimmt. Ich habe die Sache etwas schwieriger gemacht, denn die Menschen haben Tendenz, sie kreuzen das an, was sie meinen, der andere will das wissen, auch wenn ich das ja nie überprüfen kann. Also habe ich einige Worte ersetzt. Und zwar habe ich im Thesaurus Synonyme gesucht. Und ein Synonym zu spitzfindig, das ist subtil. Ein Synonym zu abstrakt ist die Welt der Ideen. Nüchtern musste ich gar keins suchen. Ein Synonym zu materialistisch ist einfach. Und ein Synonym zu erfasst nur das Äußere ist natürlich realistisch. Nun kommen wir wieder zurück zu Mohammed und der arabischen Denkungsweise. Da schauen wir an, wie der Gott der Bibel eigentlich in der Bibel beschrieben wurde. Da haben wir Gott und die Bibel redet bereits von Gott und der himmlischen Heerscharen, den Engeln also. Und die werden in der Bibel noch genau aufgeführt nach Angeloi, Archangeloi, Archai, Exousiai, Dynamis, Kyriotetes, Throne, Cherubim und Seraphim und darüber die Trinität. Trinität, das Wort steht so nicht in der Bibel, aber alle Wörter, alle anderen Wörter, die stehen exakt so. In der Bibel manchmal steht Engel und Erzengel. Der Gott Mohammeds, der sagt radikal, es gibt nur einen einheitlichen Gott. Das ist Blödsinn, sagt er natürlich nicht. Das interessiert uns nicht. Und nun gucken wir die Welt Gottes spirituell erfasst an, also unsere Welt. Da haben wir die physische Welt und in der gelten die Naturgesetze. Dann haben wir die Pflanzen. In der Pflanze wirkt ja zusätzlich die Lebenskraft. Oder wie Rudolf Steiner auch sagt, die Ätherkraft, der Ätherleib. In der Tierwelt, da wirkt zusätzlich noch die Seele, oder wie Rudolf Steiner sagt, das Astralische. Und beim Menschen, da zieht das Geistige, das Ich aus der geistigen Welt in diese Hüllen ein. Nun, man kann es sich denken, dann sagt Mohammed dazu, der Mensch soll das nicht nachstümpern. Das ist Gottesreich. Gott hat alles vorherbestimmt. Damit haben wir Konsequenzen des Mohammedanertums im Denken. Ganz einfach. Der Mensch soll die physische Welt und ihre Gesetze erforschen und anwenden.
Das heißt, früher, da gab es noch spirituelles Heilen, also so würde man das heute nennen, spirituelles Heilen bei den alten vedischen Heilern, bei den Druiden, bei den Schamanen, bei den Arabern gibt es nur Heilmittel aus der physischen Welt. Früher, also auch bei den alten Chaldäern noch, gab es die uralte Astrologie. Bei den Mohammedanern gibt es nur noch die Astronomie. Früher gab es die uralte Alchemie. Nun gibt es nur noch die Chemie. Früher gab es uralte Weisheit und nun gibt es Naturwissenschaft. Das ist natürlich ein modernes Wort, das damals noch nicht so verwendet wurde. Und jetzt können wir uns anschauen den Weg des Arabismus nach Europa. Die Karte kennt ihr ja schon. Und da sieht man, da habe ich eingezeichnet, über Griechenland Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus. Und Aristoteles, dessen Lehren, die wurden nun intensiv studiert von den Arabern und verarbeitet und weiterentwickelt. Und dann sind die Araber, das sieht man hier in der braunen Farbe, die sich durch ganz Nordafrika zieht und dann hoch nach Spanien, die sind dann ja nach Europa gezogen, gestürmt, je nachdem wie man das sieht. Und dann finden wir den Ausdruck der arabischen Denkungsweise bei Spinoza wieder, so sagt uns Rudolf Steiner, der lebte 1632 bis 1677. Ich kann sein Buch Spinozas Ethik, die kann ich nur empfehlen. Ich habe mich vor mehr als 10 Jahren begonnen mit Gefühlen zu beschäftigen. Und da habe ich einen Freund von mir gefragt, ach, wie kann man die Gefühle eigentlich richtig erfassen? Da habe ich gesagt, ja, da musst du doch Spinozas Ethik lesen. Da habe ich mir das Buch gekauft, habe das gelesen, habe das in die Ecke gepfeffert und gesagt, was soll ich, der redet nicht über Gefühle, da redet ein Mathematiker über Gefühle. Heute schätze ich das Buch ungemein, es ist tatsächlich ein Mathematiker, der über Gefühle redet, aber in unglaublicher Exaktheit. Also das Buch kann ich nur empfehlen. Dann der nächste, Francis Bacon, 1561 bis 1626, das war der eigentliche Begründer unserer westlichen neuen Naturwissenschaft. Der hat der Naturphilosophie ein Ende bereitet und die Naturwissenschaft eingeführt. Das ist alles arabischer Einfluss, der so nach Europa gekommen ist. Und wie konnte das geschehen? Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir noch eine andere Frage klären. Nämlich die Frage der Entwicklung der Religionen. Wir hatten ja gesprochen über die Urinder, bei denen war Brahman der Urgrund des Seins. Das war eigentlich kein individueller Gott, sondern, wie gesagt, der Urgrund des Seins. Bei den Urpersern hatten wir gesehen, da gab es diese Zweiheit, die Widersacher, Ahura Mazdao gegen Ahriman, also ein Gott und ein Gegenspieler. Bei den Urhebräern, da gab es Jehova, das war der eine allmächtige Gott. Und dann geschah das Christusereignis. Und seither sprechen wir von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, also der Trinität. Und bei den Arabern, da haben wir Allah, da haben wir wieder einen allmächtigen Gott. Und da sagt jeder, also sofern er Christ ist, ab, das ist doch ein Rückfall in alte Zeiten. Warum erscheint der Islam 600 Jahre nach Christus? Wie kann das geschehen? Das ist ja ein riesiger Rückschritt. Und dazu müssen wir die Entwicklung des Menschen noch genauer anschauen. Nochmal, ihr habt es schon gehört, am Anfang, nicht am Anfang, aber vor langer, langer Zeit, da waren wir Menschen Atlantier in der Atlantis. Und der Atlantier, der sieht noch die Götter. Der Atlantier, der hat noch magische Fähigkeiten. Also der konnte noch Pflanzen wachsen lassen durch allein seinen Willen. Und dann datiert auf, ich habe das jetzt einfacher gemacht, einfach ungefähr 7000 Jahre vor Christus, da begann die Periode der Urinder. Die hatten noch Sehnsucht nach der Geistwelt und sie konnten, einige von ihnen konnten auch noch als Hellseher in die geistige Welt schauen. 5000 vor Christus begann die Epoche der Urperser. Die waren schon mehr erdeorientiert, aber denen war die Erde noch feindlich. Die haben gesagt, nein, die Erde ist feindlich. Und das Wichtige ist, der Urperser, der denkt nicht im eigentlichen Sinne. 3000 vor Christus traten die Chaldäer auf. Der Chaldäer, der bearbeitet nun die Erde und er denkt. Aber Rudolf Steiner sagt, er denkt eher halbbewusst. 700 vor Christus beginnt die griechisch-römische Epoche
Und die Griechen ganz eindeutig, die gestalten die Erde in dem Sinne, dass sie wunderbare Skulpturen gestalten, wirklich die Erde auch anschauen, tatsächlich anschauen, was die anderen in dem Sinne nie so getan haben. Und der Grieche, der denkt bewusst. Schließlich 1400 nach Christus, da beginnt die Neuzeit. Da sage ich, in der Neuzeit lebt der Mensch in der Erde. Das heißt, er ist vollständig, geht er auf in der irdischen Welt, nicht mehr in irgendwelchen Ideen, Gedankenwelten. Der geht auf in der irdischen Welt und der denkt rein logisch. Wir haben hier also eine Entwicklung. Und zwar, wir haben auf der einen Seite ein Herabsteigen in die sinnliche Welt, also in die physische Welt. Und wir haben auf der anderen Seite parallel den Verlust des Hellsehens. Also man sieht, je länger, je weniger die geistige Welt. Und parallel dazu hat man den Gewinn des logischen Denkens. Das heißt, das logische Denken wird erkauft durch den Verlust des Hellsehens. Diese Entwicklung, die barg nun eine große Gefahr. Wenn die nämlich einfach so erfolgt wäre, dann wäre der Mensch zum Maschinenmenschen geworden. Naja, heute sind wir wieder auf dem besten Wege dahin. Was heißt das? Maschinenmensch? In den Worten Rudolf Steiners heißt, es ist ein rein mechanisches Denken. Damit meint er jetzt natürlich nicht ein Denken durch Computer oder durch Rechenmaschinen, sondern ein Denken, das in seiner Art rein mechanisch ist. Was wäre passiert? Der Mensch wäre von der geistigen Welt komplett getrennt worden. Nun hat aber die menschliche Entwicklung ein Ziel. Und was ist das Ziel? Wir sollen das logische Denken entwickeln. Und gleichzeitig sollen wir die geistige Welt wiedersehen. Das ist das Ziel der menschlichen Entwicklung. Und damit dieses Ziel erreicht werden kann, musste dieser Pfeil nach unten, diese Entwicklung zu Maschinenmenschen, die muss unterbrochen werden. Und die ist unterbrochen worden durch das Mysterium von Golgatha. Die ist dadurch unterbrochen worden, dass sich ein Gott mit der Erde vereinigt hat. Das war das Mysterium von Golgatha. In Worten zusammengefasst heißt es also, das Ziel der menschlichen Entwicklung ist, der Mensch soll sich immer mehr der Erde zuwenden und gleichzeitig soll er das logische Denken entwickeln und dazu ist der Arabismus nötig. Den braucht man, damit das geschehen kann. Und wäre das geradlinig verlaufen, dann würde der Mensch rein mechanisch denken und er wäre für die geistige Welt verloren. Das heißt, es wird die Menschen noch geben, aber das wäre ein Mensch ohne geistige Welt, ohne Verbindung zum Göttlichen, ein Maschinenmensch eben. Und darum kam der Christus auf die Erde und gab den Impuls, wieder hinaufgehen zu können, der Möglichkeit nach in die geistige Welt. Und erst danach konnte der Arabismus den Menschen, in Worten Rudolf Steiners, auf den Tiefpunkt bringen. Der Tiefpunkt, das bedeutet, alles Denken ist gefesselt an das physische Leben. Nun, vom Tiefpunkt, wenn man will, kann es dann wieder aufwärts gehen. Und darum kam der Arabismus nach Golgatha. Hier haben wir nochmal die entscheidenden Daten dargestellt und jetzt können wir weitergehen und uns fragen, wie hat sich denn der Mohammedanismus ausgebreitet? Und jetzt sagt Steiner, primär ist nicht das Verbreiten des Glaubens. Primär ist es, zu erobern und Untertanen zu bekommen. Das Ziel? Ausbreitung des Gottesreiches. Das erklärt Steiner noch in großem Detail, das werde ich in einem separaten Video machen, dass damals die Trennung zwischen Gott und Welt so gar nicht empfunden wurde, sondern die Welt war Gott. Und das Gottesreich hat man ausgedehnt, indem man das Weltreich ausgedehnt hat. Und deshalb ist der Islam als Imperialismus aufgetreten. Wie gesagt, das physische Reich ist das Gottesreich. Also in dem Sinne waren die Mohammedaner damals nicht Gotteskrieger, in dem Sinne, dass sie anderen den Glauben aufdrängen wollten, sondern wenn man nur den Allah anerkannte und sonst lebte, wie man wollte, war das schon okay, denn das physische Reich ist ja das Gottesreich und das hat sich ja ausgedehnt. Und der Islam, der bringt nun das wissenschaftliche Denken. Das hat man an den Namen schon gesehen da oben. Die Araber hatten ja, wie gesagt, Aristoteles studiert und weiterentwickelt. Da entstand dann Mathematik, Chemie, Medizin, das haben wir gesehen. Dieses Denken, das brachten sie in die eroberten Städte und natürlich auch in die von ihnen neu gegründeten Städte. Und dieses wissenschaftliche Denken, das war Grundlage für die Seefahrt, für den Handel und für die gesamte Städtekultur.
Die Mohammedaner haben sogar die christlichen Klöster erobert. Allerdings wurden die Klöster nicht physisch erobert, sondern durch das arabische Gedankengut. Und dazu sagt Steiner, die Klöster haben das Arabertum offen, also in der Öffentlichkeit, bekämpft. Sie haben aber die Art zu denken von den Arabern übernommen. Und zwar zunächst in den Klöstern England und Irlands und dann weiter auf dem Kontinent. Und sie hatten einen regen Austausch mit den Mauren, also den Arabern in Spanien. Und dann kann man sich sagen, ja, und das haben die Christen einfach so zugelassen, die haben da einfach so zugeschaut. Dazu muss man sagen, die meisten haben diese Entwicklung vermutlich gar nicht bemerkt. Und die Eingeweihten, also die weitergeschaut haben, die haben etwas bemerkt. Die kannten nämlich die Apokalypse des Johannes. Und da wollen wir jetzt ganz kurz darauf eingehen. Wenn wir die Ausbreitung des Christentums anschauen und das verbinden mit der Apokalypse des Johannes, dann sieht man da wird das erste Siegel beschrieben. Das ist die Phase 1. Da breitet sich das Christentum aus aufgrund der Kraft des Geistes, aufgrund der Kraft des Wortes. Dann kommt das Siegel 2, die Phase 2. Da steht wörtlich in der Apokalypse, das Christentum nimmt den Frieden von der Erde. Auf gut Deutsch, kriegerische Auseinandersetzungen. Schließlich Siegel Nummer 3, Phase 3, der innere Impuls des Christentums stirbt. Und woran merkt man das? Nun, das Christentum wird zur Staatsreligion. Phase 4, das ist das vierte Siegel, das ist dann das Hereinbrechen des Islam. Und das ist das, was die Eingeweihten gesehen haben. Mit dem Hereinbrechen des Islam erkrankt die Welt an Materialismus. Das habe ich ja vorher ausgeführt. Und die Kreuzzüge, die sollen diese Krankheit heilen. Hier haben wir ein Bild. Das heißt, Bernhard von Clairvaux predigt den Kreuzzug 1146 in Vézelay. Vézelay gibt es heute noch. Das ist eine große Kathedrale. Ich kann den Besuch nur empfehlen. Eine wunderbare Kathedrale. Und Bernhard de Clairvaux predigt also den zweiten Kreuzzug. Und jetzt kann man sagen, ja, aber der Mann, der Klöster irgendwo im Sumpf, in den Wäldern, abseits der Zivilisation gegründet hat, der tut das. Der Mann, der allem Weltlichen abhold war, der predigt solche Eroberungszüge. Der Mann, der als Wunderheiler galt und auch, also wie würden das heute als Wunderheilung bezeichnen, durchgeführt hat. Der Mann, bei dem Hildegard von Bingen Rat suchte, der hat das gepredigt? Die Antwort ist ja. Er tat es, um die Welt von der Krankheit des Materialismus zu heilen. Das war der spirituelle Grund. Ich habe mich nun lang mit Bernhard von Clairvaux beschäftigt und ein Buch geschrieben, Pierre le Trognon, Mein Leben nach dem Tod. Bernhard von Clairvaux berichtet. In diesem Buch habe ich Aussagen Rudolf Steiners verarbeitet, Aussagen des Bernard de Clairvaux selber, Angaben seiner Biografen und das Buch ist keine Erfindung, das basiert auf total 672 Literaturstellen. Es ist aber Belletristik, das heißt unterhaltende Literatur, so wie Robinson Crusoe, mit einem Unterschied, es ist wahr. Also, wen das interessiert, Link unter dem Video, da lernt man auch die damalige Gedankenwelt sehr gut und im Original, das sind ja die Worte des Bernard de Clairvaux, kennen. Wem das zu anstrengend und zu nachtodlich ist, der lese mein zweites Buch Mächtiger als Macht. Das ist der erste Roman über Ahriman, über Freimaurer und über den Weg in die geistige Welt. Das gibt es als gebundenes Buch und als Hörbuch und ebenfalls als E-Book. Link unter dem Video. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Hereinbrechen des Islam, bei der Welt, die an Materialismus erkrankt und der Heilung, die in diesen Kreuzzügen bestehen sollte. Die große Frage ist, ist das gelungen? Man muss sagen, was die Kreuzzüge vor allen Dingen gebracht haben, ist, sie brachten arabisches Denken. Die Kreuzzüge haben sich ja über mehrere Jahrhunderte hingezogen, von 1096 bis 1444. Und die Kreuzfahrer, die da zurückgekommen sind, die brachten viele, viele arabische Einrichtungen und Erfindungen nach Europa. Zum Beispiel eine bessere landwirtschaftliche Produktion, die sich auch in wachsendem Wohlstand geäußert hat. Sie brachten auch sozusagen industrielle Produktionstechniken mit. Sie brachten das Arsenal mit. Das Arsenal ist ja ein Waffenlager. Das Wort. Also man hatte nicht nur kein Waffenlager, man hatte auch kein Wort dafür. Das unser heutiges Wort Arsenal
Das basiert auf dem arabischen Dar Asina. Die Baumwolle brachten sie auch zurück. Die nannte man früher noch Kattun. Heute kennen wir das im Englischen Cotton oder im Französischen Coton. Sie brachten die Matratze, arabisch Matra. Heutige wörtliche Übersetzung wäre Bodenkissen. Sie brachten das Sofa, arabisch Sofa. Also für all das hatten wir keine Worte. Also wir hatten nicht nur den Gegenstand nicht, wir hatten auch keine Worte dafür, natürlich. Sie brachten die Idee und Einrichtung des Marktes mit, arabisch Bazar. Sie brachten das Magazin, also das Lagerhaus für den Handel, über den wir viel geredet haben. Das heißt, arabisch das ursprüngliche Wort ist Al-Mazan. Und sie brachten die Institution der Steuern, die offensichtlich in Europa begeistert aufgenommen wurde. Das arabische Wort ist Tarifa, das kennen wir in Englisch Tariff für Zoll. Sie brachten die staatliche Verwaltung und sie brachten die Ideen, verschiedene Gebiete in staatliche Territorien. Also in Deutschland wäre das Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt zusammenzufassen, damit sie leichter verwaltet werden können. Jetzt kannst du dir selber die Frage beantworten, bist du Arab im Kopf? Und die nächste Frage ist, möchtest du es bleiben? Wir denken nochmal an das Ziel der menschlichen Entwicklung. Das war ja die Entwicklung des logischen Denkens und das Sehen der geistigen Welt. Nun, das logische Denken haben vermutlich die meisten entwickelt. Und wie ist das nun mit dem Sehen der geistigen Welt? Da gibt es einen ersten Schritt, nämlich mein Seminar, sich selbst als Geistwesen erleben. Link unter dem Video.